Der sehr krasse Typ hat heute keinen Bock auf vierte Dimension. So ein Pech. Dann müssen wir das ja leider verschieben. Das ist ganz schön krass, finde ich. Ah, dich mach ich gleich. Fürs Erste darfst du leben. Du darfst mal noch auch leben. Laubkerle nicht leicht zu besiegen, wenn man den Hammer hat. Ein D ist ein Punkt. Ist es das? Kannst du mit einem D überhaupt was darstellen? Halt die Fresse, Rico. Yay! 20 Herzen. Das klang begeistert. Das ist halt nur noch sammeln, ne? Ist halt nicht so gut zu kommentieren, finde ich. Aber ich finde, das Sammeln ist eine der Sachen, die bei Zelda immer am meisten Spaß macht. Ja, wenn man es nicht kommentieren muss. So. Dann hätte ich mal gesagt, machen wir jetzt Nachtschwärmer. Und zwar nach der Reihenfolge, wie sie in der Liste stehen, die ich hier vorbereitet habe. Damit ich nicht durcheinander komme. Knapp. Was wird knapp? Na, dich einzuholen. Weil ich schätze mal, ich brauche ungefähr für den Wüstentempel noch so lange, wie du jetzt für die Nachtschwärmer brauchst. Im Gegensatz zu dir will ich ja auch alle Truhen öffnen in den Dungeons. So ein Quatsch. Niemand braucht alle Truhen. Dann ist die Karte nicht sauber. Dann ist die Karte nicht sauber. Deine Mama ist nicht sauber. Weiß ich nicht. Seit deiner Geburt ist sie verunreinigt. Oh. Mit dem Markt des Teufels. Huh?
Übrigens habe ich in Garnans Schloss am Ende noch eine Ecke, die ihr eventuell nicht kennt. Meinst Garnons Schloss? Das ist voll geheim. Ich werde nicht mehr alle Truhen öffnen. Ah, Mist, ich habe aber eine Skulptur am Wüstentempel übersehen, die ich gleich noch suchen muss. Letzte, die mir fehlt. Außerdem habe ich die wichtigen Truhen ja alle aufgemacht. Also ich finde, du musst jetzt noch in alle Dungeons gehen und die Truhen öffnen. Also ich finde, du solltest dir ein Gerät holen, das auf Druck anhand einer Schwefelmischung ein kleines Geschoss aus Metall abfeuert. Dieses ein wenig lutschen. Und dann aus Versehen auf den Knopf drücken. Was hältst du davon? Nicht viel. Du darfst es auch vorher mit Zimt einschmieren. Lecker. Hi, hier hast du Nachtschwärme. 50 Rubine. Yoshi will, dass du dich erschießt. Wie viele Nachtschwärmer hast du schon? 5000. Oh, dann fehlen dir noch 5000. Ja, dieser eindimensionale Punkt ist nicht sichtbar. Und warum diskutiert ihr über den Mist?
Hallo, kann dieses behinderte Skulltüller da mal aufkommen? Riku? Ha? Warum tauchen Nachtschwärme eigentlich auch tagsüber auf? Weiß nicht, weil sie verlogen sind. Ah, okay. Ist ja gut, Yoshi. Können wir bitte jetzt über die 23,7. Dimension reden? Die finde ich wesentlich interessanter. Ja, ich werde langsam erschöpft vom Streamen, aber bald habe ich das Spiel ja durch. Oh, kann Link, der Vollidiot, mal das Uhrenschwert wieder einstecken? Ich brauch's Schild. Eben, sag ich ja, die 23,7. Dimension ist der Kracher. Hier kommt nochmal alles raus, was die anderen Dimensionen so verschlampen. So, Skulltulla suchen. Juhu. Welche Skulltulla suchen? Ich muss noch eine suchen. Wo ist die? Irgendwo im Wüstentempel. Das dauert noch. Ich glaube, das schaffst du zuerst. Danach muss ich auch noch ein paar Herzteile sammeln.
Leute, könnt ihr euch nicht alle wie einen Sportleistungskurs oben ohne anziehen und dann ein Foto machen, statt über Zwei- und Dreidimensionalität zu diskutieren? Offensichtlich nicht. Muss wohl eine neue Regel einführen. Aha. Keine Dimensionsdiskussion. Lass uns doch diskutieren. Kann hier das behinderte Nachtschwärmerlein mal auftauchen? Wäre echt hoch entzückt, wenn es mir diesen Dienst erweisen würde. Bleib stehen, du Hurensohn. So. Ab in die Flasche. Du hast doch Ahnung von Mathe und bist rechthaberisch. End doch den Streit einfach. Warum? Na, weil du doch anscheinend willst, dass er aufhört. Okay. Sowohl ein Punkt als auch eine Linie lassen sich bereits im eindimensionalen Raum feststellen und darstellen. Und dementsprechend kommt mit jeder Dimension eine weitere Form dazu, und das wäre in der zweiten Dimension die Fläche und in der dritten Dimension der Körper. PS, Riku ist doof. Da helfe ich dir noch beim Streitschlichten. Wird am Ende trotzdem doof genannt. Okay, wer im Chat findet, dass ich mich dafür entschuldigen sollte, dass ich Riku doof genannt habe? Wer findet, dass ich mich entschuldigen sollte? Ich. Wer findet hingegen, dass Riku sich für seine Dummheit entschuldigen sollte? Was? Was? Und eventuell habt ihr beiden im Chat immer schon über das Gleiche geredet. Ich soll mich entschuldigen und es danach noch dreimal sagen. Siehst du, Riku, du sollst dich für deine Dummheit entschuldigen. Der Chat ja, verlangt es. Entschuldigung, sehr krasser Typ, der deine Argumentation untermauert hat. Tut mir sehr leid. Wird es nie wieder tun. Du leckst. Oh. Ist ja nicht so gut. Ich weiß.
Oh, Rico. Was dann? Ich liebe dich. Ach so. Und ich werde langsam müde. Und ich will Ganondorf töten. Du hast aber noch ein bisschen was vor dir. Was habe ich denn noch bloß vor mir? Naja, das komplette Schloss. Oh. Auch ein bisschen Arbeit. Das mache ich im Schlaf. An. Und wie weit bist du im Tempel? Ich suche noch. Wonach? Nach der Skulptur eventuell. Das ist eine, die ich als Kind vergessen habe. Da muss ich doch nochmal zurück, so ein Mist. Oh, das ist ja ärgerlich. Yoshi, hör auf, bitte. Bitte, Yoshi, wir haben genug von Dimensionen. Lasst uns über Bananen reden. Über Bananen? Ja, Bananen. Rico, weißt du, warum Bananen krumm sind? Nein. Die wachsen am Stängel nach unten, aber versuchen sich in Richtung Sonne zu drehen, glaube ich. Ist ja toll. Oder aber sie wachsen alle seitlich zur Staude raus, werden aber von der Schwerkraft nach unten gezogen und dann krümmen die sich Bananen über Banane Richtung unten. Eins von beiden war's. Oh Gott, es geht weiter. Gott, es geht wirklich weiter. Die Leute wollen, dass was passiert. Die Leute wollen, dass was passiert. Die Leute wollen, dass was passiert. Sie wollen Gerudo Trainingsarena. Die musst du ja auch noch machen. Du doch auch. Nein. Eispfeile habe ich. Beweise oder es existiert nicht. Muss ich gerade überlegen, wie ich mit dem 3DS einen Screenshot machen kann? Dann kann ich das machen. Den holt sie doch aus dem Internet, du bist scheiße nach. Witzlos wär's so oder so, weil ich auch einfach einen anderen Spielstand nehmen könnte. Siehst du, du bescheißt so oder so.
Vielleicht mache ich doch gleich einfach den Stream aus, wenn ihr noch ein bisschen mehr über bekackte Dimensionen redet. Lass sie doch. Warum? Das Ding interessiert doch dann keinen mehr. Naja. Jetzt greif mich schon an, du blöder Wolf. Könnt ihr nicht einfach nett zueinander sein? Diese dämliche Diskussion sein lassen, wo ihr einfach nur weiter diskutiert, weil ihr ein Wort des anderen überlesen habt und ihr im Kern eh das gleiche aussagt. Niemals. Ich verstehe nicht die Notwendigkeit, die Diskussion fortzuführen und den anderen halt sinnlos und dumm darzustellen. Ich? Nein. Aber das ist ein essentieller Trieb von Menschen. Oder mute uns einfach beide kurz. Oder aber schreib irgendwas, was wieder mit dem Stream zu tun hat, wie zum Beispiel, oh, die Trainingsarena fand ich schon immer doof, weil man da so einfach sein Schild verliert. Oh, du bist so gut in Ocarina of Time. Oder ist gut in Ocarina of Time. Macht Spaß, Spaß! Wir wollen Spaß, Spaß, wir wollen Spaß. Was geht denn, Alter? Riku? Ha? So viel Spaß! Die Trainingsarena war schon immer doof, weil man da einfach sein Schild verliert. Ich hab da auch mein Schild verloren, aber sobald man den Spiegelschild hat, ist es ja eh egal. Ja. Übrigens hätte ich die Trainingsarena von einfach machen können, du Vogel. Ja, aber dann hättest du nicht alle Schlüssel sammeln können. Dann nee, ich will jetzt auch nicht alle Schlüssel sammeln. Dann ist es nicht komplett. Na und? Master Quest würdest du dafür bestraft werden, indem dir das Skulltula fehlen würde, meine ich. Oh nein. Prozent in Ocarina zeichnet sich auch nicht dadurch aus, dass man alle Truhen öffnet oder sowas. Doch. Jedenfalls nicht in der Speedrun-Kategorie. Und ich bin ja offensichtlich am Speedrun. Offensichtlich. Tempel ist dann einfach nicht komplett. Doch, ich habe alles, was es in dem Tempel zu holen gab, mitgenommen. Nein, die Truhen nicht. Alles, was man aus dem Tempel mit herausnehmen konnte. Die Rubine aus den Truhen? Ja, die kann ich ja nicht mitnehmen, ich habe ja schon 500. Ja, du kannst sie trotzdem rausholen. Nein. Doch. Nein. Ach, jetzt muss ich da echt nochmal als Kind rein. Na, dann kann ich gleich noch das eine Herzteil holen, da mit dem Minispiel. Ach, weißt du was? Was denn? Was mit der Vogelscheuche hochkommen, wenn ihr nicht habt? Hä? Aber du kannst einfach in die Lava springen.
Mach oder bitte die Musik zum Stream an. Mach einfach den Ton zum Stream jetzt an. Mach einfach nur kurz den Ton zum Stream an. Ich bin in dem Moment genau in die Lava gesprungen. Achso. Und wieso soll ich dann den Ton anmachen? Weil du es mir ja nicht geglaubt hättest. Achso, weil sehen kann ich das nicht, ich kann es nur hören. Du kannst ja schlecht sehen, wann du was gesagt hast. Doch, nein, aber ich kann ja sehen, ob du in die Lava gesprungen bist. Ja, dann kann es ja sein, dass ich auf deinen Tipp gehört hätte, was ja vollkommen absurd ist. Über die Diskussion an sich bin ich nicht böse, ich bin nur ein bisschen verwirrt, warum euch die Diskussion so entgleitet, vor allen Dingen so ins Sinnlose. Meinst, warum es am Ende nur noch war, ich hab recht, nein, ich hab recht. Oder warum 10 Minuten lang die Bitte ignoriert wurde, hört doch bitte auf. Aber wir haben den nächsten Schlüssel und damit sind wir bei 4. So, jetzt muss ich wohl auch eine Herzliste rauskramen. Wie eine Herzliste? Eine Herzteilliste hast du doch auch benutzt. Auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Du. Ah, dann kann ich ja jetzt auch die Lichtpfeile einsammeln. Nö. Doch. Nö. Nö. Jetzt habe ich mich wegen dir in Lava gestürzt, Rico. Das tut mir aber leid. Sollte es auch. Du hast Hyrule seinem Schicksal ausgeliefert. Oh Gott, ich fand hier den Raum schon immer doof. Wie viele Herzteile fehlen dir? Ich kann es gerade nicht genau nachen. 2 Herzcontainer, ich glaube 6 oder so. Nope. 2 davon weiß ich. Drei weiß ich. Noob. Oh ja. Aber das hätte auch nur geholfen dabei, sich an die alten Lieder zu erinnern.